Seekrauts. Moin Moin und willkommen zurück auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und wir haben wieder Nachrichten für euch. Ja, geht's los. Clanbasis 2.0 ist der erste Stichpunkt, den wir uns hier aufgeschrieben haben. Der Hafen wird umgebaut. Das ist der erste Umbau, seitdem der Hafen existiert. Und es kommen neue Gebäude hinzu. Es werden halt 9 statt 5 Gebäude jetzt implementiert demnächst. Wann es genau kommt, wissen wir nicht. Ob jetzt schon mit 7.8, weiß man nicht. Also ich vermute eher 7.9, aber wir wissen ja nie. Wargaming ist ja immer gut für Überraschungen. Und was wird denn implementiert? Ja, wir haben jetzt den Kohlehafen. Der kann in 3 Erweiterungen dann erweitert werden, bis auf 10% mehr Kohlebonus. Dann haben wir den Stahlhafen, der auch 5, 2 und 3%, also genau 10%, wenn man den Hafen komplett ausbaut, erweitert werden kann, also geboostet werden kann, der Stahlertrag und der Kohleertrag eben. Dann das Designbüro, was mehr Free XP gibt, das ist dann abhängig von der Tierstufe, welche ihr fahrt. Von 1 bis 8 gibt es jeweils 10%, von Stufe 9 bis 10 gibt es 5% und dann gibt es nochmal 2 Stufen, die jeweils für jeden Level nochmal 5% bringen. Das heißt, am Ende könnt ihr 20% bis T8 erreichen und 15%, wenn ihr T9, T10 Schiffe fahrt, als extra Boost auf die Free XP, ist eine ganz coole Sache. Akademie ist jetzt dann dabei, Kapitäns XP gibt es da als Bonus, 5 Erweiterungen je 2%, macht in Summe maximal 10% Kapitäns EP Boost. Das Dock heißt dann jetzt Trockendock, es gibt da Erweiterungen für den Schiffsbetrieb, so haben wir es da übersetzt, also ist ja ganz klar, das sind die Wartungskosten, ja, da gibt es dann je nach Tierstufe auch da wieder unterteilt, 1 bis 6, 7 bis 8 jeweils 5% und Stufe 9 und 10 auch 5%. Dazu kann man nochmal 2 weitere Ebenen freischalten, die jeweils nochmal 5% bringen. Das heißt, ihr könnt maximal 15% Wartungskosten reduzieren. Im Forschungsinstitut geht es um die XP, die ihr aus jedem Gefecht mitnehmt. Da gibt es dann hier auch diese Stufen jeweils 2% pro Tierstufe, also 1 bis 6, 7 bis 8 und 9 bis 10 gibt 2% Boost. Das sind jeweils einzelne Gebäude, die ihr da freischalten müsst. Und dann gibt es nochmal 3 Ebenen, die jeweils 1% bringen. Das heißt, ihr könnt dann in Summe 5% mehr XP mitnehmen, wenn ihr alle Ebenen hier freischaltet. Also jetzt sind nur das T10-Gebäude und dann nochmal 2 Ebenen für alle Tierstufen oder 3 Ebenen. Dann sind da dann bei 4, 5%. So, dann, der Stab wird umbenannt, also das zentrale Verwaltungsgebäude, das heißt jetzt Offiziersclub und da geht es dann halt darum, dass man die Erweiterung des Clans vorantreiben kann, sozusagen. Und da ist es dann so, dass man, umso höher man ausbaut, desto mehr Spieler kann man in den Clan eben aufnehmen und wenn man ein bestimmtes Gebäude freischaltet, dann kann man eben das zweite Team für die Clan-Gefechte gründen. So, wir waren beim Offiziersclub und jetzt geht es um die Schiffswerft. Da werden dann die Kosten für die erforschbaren Schiffe reduziert. Also ihr seht es hier schon, 10% für 1 bis 6 Tierstufe, nochmal 10% für T7 und T8 Tierstufen und nochmal 10% für Schiffe der T9 bis T10 Stufe. Darüber hinaus gibt es dann wieder noch 3 einzelne Stufen, die dann auf alle Stufen gelten. Wieder 2%, 2% und 1%. Das heißt, ihr könnt hier 15% Kreditpunkte-Rabatt erarbeiten, wenn ihr denn alles an Öl mit der Zeit investiert. Was jetzt hier die ganze Zeit nicht genannt wird, ist, was das dann kosten wird an Öl. Ja, ich denke, dass Wargaming hier deutlich die Preise in Ölkosten anziehen wird. Deswegen, weil so nahezu jeder Clan, der ein paar Mitglieder hat, eigentlich in der Lage war, die komplette Basis in der Vergangenheit auszubauen. Und ich glaube, dass sich da sich jetzt Gedanken gemacht wurde, dass neu gebalanced wurde. Und da wird es jetzt ein bisschen intensiver werden mit den Ölkosten und das, was erfarmt werden muss. Denn am Ende bleibt oder kommt hinzu, dass alle Gebäude, die ihr jetzt schon habt, zerstört werden. Also alles, was ihr jetzt in der letzten Zeit erfahren habt, wird gelöscht, es wird ein neues Design des Clanhafens geben, also jetzt nicht mehr das Standarddesign, was ihr jetzt schon kennt, sondern es wird ein bisschen mehr mit Berg sein. Das seht ihr hier an der Seite schon, hier hinten sieht man nämlich schon den Hang. Ja, ihr seht ja, dass der ganze Hafen anders aussieht und das wird jetzt das Neue sein. Und ja,
Das Öl, was ihr quasi in die Gebäude investiert habt, ist aber nicht weg. Es wird eurem Hauptkonto wieder gutgeschrieben, eurem Clan-Konto. Und ihr könntet dann neue Weise wählen, welche Gebäude ihr zuerst ausbaut. Nützlich dazu kommt eine Audiobegleitung. Also ihr könnt jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar Infos hören. So hörte sich das für mich an. Ich glaube nicht, dass es jetzt Geräusche von auffahrenden Autos gibt oder so. Kann aber auch sein. Ich weiß es nicht. Konnte man nicht ganz klar draus erkennen. So, wann es genau kommt, wissen wir nicht. Aber es wird kommen. Und ich finde es gut, dass es da noch mal Erweiterung gibt. Und dann auch wieder Herausforderung für den gesamten Clan, wovon alle Spieler dann ja, profitieren können. Die nächste Stufe oder der nächste Punkt ist, wir haben die Duca da Osta als Vorstellungsvideo released, das aber nur so nebenbei. Damit sind unsere italienischen Kreuzer alle komplett, also alle italienischen Schiffe haben wir inzwischen vorgestellt. Wer mal Bock hat, da reinzugucken, sehr herzlich eingeladen auf unseren YouTube-Kanal. Dann wurde vorgestellt das neue T10-Schlachtschiff Bourgogne. Mein Französisch ist nicht gut, ich hatte es nie in der Schule, von daher, ich hoffe, ich habe es jetzt einmal so einigermaßen gut ausgesprochen oder Bourgogne oder wie das ausgesprochen wird. Was fällt auf? Es ist am Ende eine Isis auf T10, 74.700 Trefferpunkte, das passt ziemlich genau, 24,8 Kilometer Reichweite. Die Flak ist nicht zu verachten, meiner Meinung nach. Es gibt hier den Nachladebeschleuniger der Hauptbatterie, es gibt den Motorboost. Wie genau das Schiff nachher ins Spiel kommt, ihr wisst es ja selber. Es gibt tausend Veränderungen immer wieder. Und ja, das ist jetzt der Anfang zu einem neuen T10-Schlachtschiff der Franzosen. Man kann ja quasi hoffen, denken, meinen, dass da eventuell was in das Arsenal eingeführt wird, damit da wieder was für Kohle oder eben Stahl zu bekommen ist, weil in letzter Zeit kommen ganz schön viele neue Schiffe. Wir hatten jetzt auch die Brennos vorgestellt vor kurzem in unserer letzten Flaschenpost. Also ich bin mal gespannt, da wird sicherlich auch einiges für Kohle und Stahl dann dabei sein. So, der nächste Punkt. Der nächste Punkt sind Balanceänderungen. Da gehen wir nämlich direkt drauf ein. Wir haben hier ein bisschen längere Änderungen. So, die Charles Martel, die Saint-Louis und wie sie alle heißen, die ganzen französischen Kreuzer von T6 bis T10 werden mit dem nächsten Patch den Nachladebeschleuniger bekommen. Und da gibt es dann halt verschiedene Stufen von. Also von T6 bis T8 hat der Nachladebeschleuniger 120 Sekunden, also 180 Sekunden und 120 Sekunden für den Nachladebeschleuniger 2. Und für die Tierstufe 9 und 10 hat der Nachladebeschleuniger eine Ablenkzeit von 120 bis 80 Sekunden, je nachdem Premium oder nicht Premium. Es wird drei Aufladungen geben, für die Premium-Version dann sogar vier. Und ich habe es auf dem Testserver getestet. Ich persönlich fand es ziemlich cool, gerade wenn man mal einen DD hat, der vor einem aufgeht und man seine Hinterleute unterstützen möchte, dann ist das optimal. Oder wenn man mal einen Kreuzer hat, der Breitseite fährt, man selber gute AP-Munition hat oder so, kann man da schon einiges an Damage austeilen. Es muss allerdings wirklich gut getimed sein, damit man da den maximalen Boni von mitnehmen kann. Dann wird der britische Kreuzer Black Swan, also das T1-Schiff, genervt. Ja. Also genervt und gebufft ist irgendwie so eine Mischung. Die Nachladezeit wurde von 3 auf 4 Sekunden erhöht. Die panzerbrechende Munition geht und wird durch HE-Granaten ersetzt. Ja, und damit verändern sich einfach die ganzen Zusammenstellungen. Ihr wisst ja, britischer HE. Und ja, die Abprallwinkel waren anders in der Kombination. Jetzt ist es nicht mehr das beste Schiff auf der Tierstufe 1. Also in der Vergangenheit war es eben so, dass die Balance nicht so optimal war, weil die Black Swan den anderen Schiffen auf T1 ziemlich stark überlegen war, und das hat sich jetzt wohl oder soll sich damit dann ändern. Dann wurde die Prinz Eitel Friedrich verändert, sage ich jetzt einfach mal. Die HE-Munition bekommt jetzt ein Viertel Pen, so wie das mit den deutschen Schlachtschiffen und Kreuzern sowieso schon der Fall ist. Das heißt, 87 mm können standardmäßig penetriert werden mit den 350 mm geschossen. Dann wird der Sigma-Wert verändert von 2,0 auf 1,9. Und die Ladezeit wird verändert von 24 auf 26 Sekunden, sonst wäre das Ding wohl ein bisschen zu ja, kräftig gewesen. Und genauso zu kräftig war die Jean Bar auf T9. Ihr habt sicherlich bei den ein oder anderen Contributor, ich bei Arctica, die Vorstellung der Jean Bar gesehen. Und man kann da schon sagen, dass das Schiff offensichtlich ganz schön overpowered im Spiel ist aktuell. Und darum wird es jetzt hier angepasst. Die Nachladezeit der Reparaturmannschaft wird genervt. Genauso der Nachladebeschleuniger wird verändert. Und ja, es ist eben so, dass man punktuell
auch bei einem durchschnittlichen Gefecht sehr, sehr viel Schaden auf einmal machen konnte. Und der Nachladebeschleuniger wird jetzt auch ein bisschen genervt, indem die Nachladezeit verändert wird, dass eben nicht mehr so viel punktuell zu machen ist. Und auch die Überlebensfähigkeit des Schiffes wird verändert, indem die Reparaturmannschaft eben angepasst wird. Ja, hier wird dann auch nochmal gesagt, zum Beispiel als Buff allerdings, die Sekundärbewaffnung von 5 auf 7 Kilometer erhöht wird. Damit gibt es dann natürlich nochmal ein bisschen eine andere Wirkungsweise des Schiffes oder eine Option der Wirkungsweise, wollen wir es so ausdrücken. Da kann man sicherlich dann mit dem Nachladebeschleuniger in Kombination und dem Sekundärbild noch vielleicht das ein oder andere nochmal an extra Damage rausholen. So, und der nächste Punkt ist dann die Balanceänderung bei den britischen DDs. Ja, da gibt es jetzt diverse Änderungen pro Schiff. Wir gehen nicht auf alles ein. Es werden bei vielen die Turmschusswinkel sozusagen angepasst. Also nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal 180 Grad, sondern vielleicht 190 Grad oder so kann man dann mit den Kanonen wirken. Die Türme drehen sich teilweise jetzt um 360 Grad. Da wurden diverse Türme geändert. Es wurden Hauptbatterienachladezeiten auch verändert. Es wurde Gefechtsreichweite verändert, der Nebel wurde verändert und zwar die Emissionszeit von 15 auf 10 Sekunden reduziert, die Dauer der Nebelwand, also wie lange der Nebel dann steht, auf 40 Sekunden reduziert, die waren früher bei 113, also da ist jetzt schon einiges dabei, die Abklingzeit wird aber komplett verändert, ihr könnt jetzt viel häufiger nebeln. Auch die Aufladungen werden verändert. Also das ist jetzt dann schon eine ganze Ecke, was ihr da, wie die DDs umgebaut werden. Die bekommen jetzt ihren Charakter, wie sie ins Spiel kommen sollen. Halt eher als Verteidigungs-DDs mit einer guten Brandwahrscheinlichkeit durch die Kanonen. Also, dass ihr nicht mehr ewig weit schießen könnt. Dafür könnt ihr aber gut abfackeln. Ihr habt wieder den Einzelabwurf der Fächer für die abwerfenden Torpedos. Wurde nochmal verändert, wurde ein bisschen schmaler gemacht. Also, da ist einiges dabei. Es sind eben, wie sie hier auch schreiben, echte Hybridzerstörer und die eher auf die Verteidigung der Flotte ausgerichtet sind und nicht auf Angriff, wie das bei anderen Zerstörern der Fall ist. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf jede Sache einzeln eingehen, aber es lohnt sich, diese Artikel auf jeden Fall zu lesen. Wenn ihr sie auf Deutsch lesen wollt, lest sie bei uns auf der Facebook-Seite. So, und dann geht's weiter. Die Stalingrad, die finalen Werte sind da. Ja, also wir haben ja nur oft schon darüber berichtet, dass sich, was sich da alles verändert und hin und her geändert hat. Sie hatten ja mehrere Versionen getestet und so weiter. Final ist jetzt, es kommt die AP- und HE-Version. Das ist jetzt, naja, fast nicht richtig überraschend. Die Zitadelle ähnelt wohl der Moskwa, also sehr, sehr anfällig von der Seite. Aber 305 mm nach vorne, es gibt hier einen defensiven Flakfeuer, wurde jetzt hinzugefügt in einem separaten Slot. Der Flakschaden erhöht sich aber nur, ja, marginal, nicht wie bei anderen Schiffen um 400%, sondern hier um 100%. Und das soll eher dazu beitragen, dass die Überlebensfähigkeit gegen Flugzeugträger ein bisschen gebufft wird. Und eben Brandbomber oder AP-Bomber oder Torpedobomber, die ganzen Geschichten ein bisschen schwieriger gestaltet werden. Also für diese Trägerfahrer, dass die Torpedos eben nicht mehr ganz gerade laufen, sondern, ich sag mal, schräg laufen, weil ja, einfach durch defensive Flakfeuer schwieriger wird, die Sachen ins Ziel zu bringen. Das soll einfach nur die Überlebensfähigkeit des Kreuzers ein bisschen erhöhen und nicht unbedingt mehr Flugzeuge abschießen. Bisschen mehr wären es allerdings trotzdem, denke ich. Ja, dann gibt es, wie gesagt, HE, AP, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Der Sigma-Wert mit 2,65 erscheint erstmal hoch. Es ist aber versprochen, dass es eine Streuung geben wird wie bei der Graf Spee. Also ein Mittelding zwischen Schlachtschiff und Kreuzer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde das Schiff sowieso nicht so schnell haben. Ich habe keinen Stahl. Wir haben in den Ligen nicht sehr weit gespielt. Von daher wird es eine ganze Zeit dauern. So, dann gibt es eine 25mm Panzerung auf dem Rumpf. Die Zitadelle ist recht hoch wohl angesetzt, weil Teile der Kasematten auch zur Zitadelle hinzugesetzt wurden. Ja, und dann sieht man auch, dass, wenn richtig angewinkelt wurde, die 25mm Panzerung wohl eine Wahrscheinlichkeit hat. 460mm Geschütze. Granaten hier sogar abprallen zu lassen, wenn sie im Spitzenwinkel auf einen abgeschossen werden. Die Branddauer wird festgesetzt, standardmäßig auf 45 Sekunden. Ihr könnt quasi mit den entsprechenden Skills das Schiff dann auch in der Überlebensfähigkeit deutlich verbessern. Also hier wird nochmal ein Riesenartikel dazu geschrieben, warum sie sich für was entschieden haben. Es soll ein herausforderndes Schiff sein. Und als extreme Belohnung für extrem gute Ergebnisse in den Klangefechten eben ins Spiel gebracht werden.
und auch halt, wenn man hier gewertete Gefechte immer ganz weit mit oben dabei ist. So, wenn man eben ganz oben mit dabei ist, dann gibt es in diesem Spiel aktuell noch nicht viel, aber in Zukunft mehr. Denn es werden ja die Ressourcen Blei und Kupfer eingeführt, wo jetzt Wargaming auch nochmal eine Aussage zu gemacht hat. Es gab wohl auch viele Gedanken von euch da draußen, dass Wargaming sich mehr um irgendwelche Ingame-Ressourcen kümmert, anstatt die Fehler des Spiels zu beheben oder eben neuen Spiel-Content zu schaffen. Ja, wie gesagt, Blei und Kupfer ist zwar eine neue Ressource, ist aber hauptsächlich ein Pegelstand für die Leistungsfähigkeit des Spielers oder was er in der Vergangenheit erreicht hat, weil man mit Blei und Kupfer am Ende nur Lackierungen für Schiffe eben kaufen kann. Und jetzt finde ich gerade die Namen hier nicht. Flint und Black und Stalingrad, dafür kann man einzelartige Tarnung dann kaufen und die gehen eben nur mit Blei und Kupfer zu erwerben. Und da geht es dann hier, diese Ressourcen bekommt man halt für vergangene Saisons und wenn man in der Typhoon-Liga aufgestiegen ist und wenn man dann sogar noch einen ersten Platz da belegt hat, bekommt man nochmal extra Ressourcen. Wie gesagt, lestet euch ganz gerne durch. Ist auf jeden Fall informativ, sollte der eine oder andere vielleicht von euch wissen, wenn er gerne in den Ligen unterwegs ist. So, und dann kommen wir schon zu den Angeboten von heute sozusagen. Die T61 ist seit heute im Store. Ich habe sie hier die Seite nochmal aufgerufen, wir haben es auch auf der Seite veröffentlicht bei uns. 21,29 € soll die Standardversion kosten. Es gibt dann den Liegeplatz, wie immer, und spezielle Herausforderungen, also diesen EP-Booster-Auftrag. Den gibt es aber, X3, also dreifache XP für 25 Gefechte. So. Und dann gibt es hier das Kapitänspaket 29 und dann die beiden Admiralspakete für 38,84 €. Ja, T6-Zerstörer sind jetzt auch schon inzwischen über 20 € angestiegen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten sie weniger als 20 € gekostet. Weil ich zu dem Schiff sagen kann, ohne euch jetzt zu irgendwas überreden zu wollen, es ist ein schönes Schiff, es macht Spaß, es ist meiner Meinung nach eine der besten T6-DDs in dem Spiel und der beste deutsche T6-Zerstörer. Also die Gerde kann in kaum einem Teil mit der T61 mithalten, meiner Meinung nach. Ihr könnt verdeckt torpen, ihr könnt ziemlich weit schießen, habt eine annehmbare Brandwahrscheinlichkeit, habt eine gute Wendigkeit. Ihr braucht da Ruderstellzeit meiner Meinung nach gar nicht reinskillen, sondern gleich Antriebsmodifikation. Das Ding macht einfach Spaß. Als Nerf kann man sagen, dass ihr nicht super schnell seid. Ihr seid nur 35 Knoten schnell. Da gibt es Schiffe, die sind auf der Tierstufe eben schneller. Und der Nebel hält eben nicht lange, so eben typisch deutsch in dem Fall. So, dann gibt es noch das Amazon Pay Angebot, da gehen wir jetzt erstmal hin. Wenn ihr mit Amazon Pay heute Dublonen kauft, dann könnt ihr 10-15% Dublonen sparen. Ich klicke hier mal rauf, um das ein bisschen größer zu machen. Ist das nur heute oder ist das auch noch längerfristig verfügbar? Hier 4 Tage ist es begrenzt. So, da haben wir jetzt die Aussage. Da könnt ihr dann also dementsprechend eure Rabatte dann holen. Ist vielleicht eine ganz nette Sache, wenn ihr gerade Dublonen braucht. Sorry für die Umstände, die ich jetzt hier gerade verursacht habe. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar dem Poseidon-Pokal. Wenn ihr nicht an den Clan-Gefechten so regelmäßig teilnehmt, sondern nur ein bisschen teilnehmt, sage ich jetzt einfach mal, ihr in der Liga vertreten seid, dann könnt ihr euch hier bei dem Poseidon-Pokal bewerben, der am 2. September stattfindet um 14 Uhr. Details findet ihr hier alles. Es kann sich jeder Clan registrieren, es wird aber ausgewählt jeweils nach der Platzierung der Clans. Also wenn sich einer der Letzter ist, bewirbt und 16 andere Clans, die vor ihm platziert sind, werden die anderen Clans, die vor ihm platziert, in diese Gefechte mit eingesetzt. Es ist auf T10-Schiffe begrenzt, es gibt ein Schlachtschiff im Team und es kommen keine Flugzeugträger zum Einsatz. Es gibt 7 Mitglieder, das heißt am Ende sind es gewertete Gefechte in einem separaten Pokal. Ja. Ihr müsst euch hier anmelden, ihr könnt auf den Anmelde-Button drücken, ihr könnt euch dann hier auch die Regel durchlesen und darüber dann mindestens sieben Mitglieder benennen, die dann namentlich registriert sind. Die Spieler können nur für ein Team antreten, das ist vielleicht noch wichtig und ja, es geht hier über das KOTS Discord, da findet die Kommunikation und die Organisation mit den Teams statt, also da solltet ihr auf jeden Fall dann beitreten. Was gibt es als Belohnung? Platzierung,
1, 30.000 Kohle pro Mitglied natürlich, nicht für die, für das ganze Team, und ein Community-Contributor-Container. Und hier wird es dann eben weiter nach unten. Jedes Mitglied bekommt also was, selbst wenn ihr also 16. werdet, wollt ihr ja pro Liga nur 16 Teams mitnehmen, also da nur 16 Teams mitgenommen werden, bekommt selbst der letzte Spieler noch 5.000 Kohle. Also der letzte Clan, davon die 7 Spieler oder 8 Spieler, je nachdem wie viele gespielt haben, 5.000 Kohle, das ist dann schon eine ganz nette Sache, die man einfach mal so nett mitnehmen kann. Und vielleicht werdet ihr auch besser platziert und habt dann dementsprechend Spaß. Also wenn ihr Interesse habt, einfach auf der Wargaming-Seite Nachrichten reinklicken und sich anmelden. Gut, und das soll es jetzt auch schon von dieser Flaschenpost gewesen sein. Ich habe es versucht, möglichst kurz zu halten, waren ja doch eine Menge Informationen. Eine Information noch in eigener Sache. Wenn ihr die T61 nochmal erleben wollt, bei uns auf dem YouTube-Kanal haben wir 2 Livestreams gehabt. Oder haben wir sie immer noch, da könnt ihr euch gerne die T61 mal im Livestream angucken. Und wir haben die Schiffsvorstellung für die T61 gemacht, mit allen Details, Flaggen, Verbesserungen, Kapitänskills, all so eine Sachen. Und ich kann es euch ans Herz legen, schaut einfach mal vorbei, ist natürlich in deutscher Sprache. Das heißt, ihr seid dann vorab schon mal informiert und kriegt vielleicht nochmal ein Gefühl, ob ihr diesen Zerstörer haben wollt oder eben nicht. Der letzte Punkt, ab heute sind wir, oder bin ich, meine Wenigkeit und meine Frau, für jetzt mal 14 Tage im Sommerurlaub. Also bis Ende September wird es erstmal keine neue Flaschenpost in Videoform geben. Wir haben ein paar Sachen für euch vorbereitet auf unserem YouTube-Kanal, ein paar Aufzeichnungen. Und ja, also wir werden euch weiter gut unterhalten, denke ich. Und die Informationen rund um World of Warships bekommt ihr so lange ausschließlich über die Facebook-Seite und bei uns bei Twitter. Und ja, habt ein bisschen Geduld mit uns und Anfang September geht es dann wieder los, so wie ihr gewohnt seid hier mit der Flaschenpost und weiteren Videos und den Livestreams, die dann auch wieder stattfinden. Ich bedanke mich für eure Zeit und für eure Daumen drücken, unser Mitverfolgen hier die ganze Zeit, wie wir hier die Videos produzieren für euch auch, und ja, freue mich auf die Zeit nach dem Sommerurlaub. Ne? Haut rein, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Ciao, ciao. Euer Maracha, euer Seacross-Team. Ciao, ciao. Seacrowds.